Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, die auserwählt sind. Nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Amen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Unser Gott und Vater, wir preisen dich. Wir preisen dich für dein heiliges Wort. Unser dreieiniger Gott, wir beten dich an. Wir danken dir für deine Erlösung und wir bitten dich, dass du uns jetzt tiefer erkennen lässt, wie sehr du uns geliebt hast, wie viel Gnade du uns geschenkt hast. Und so segne dein Wort an uns, dass wir uns mehr über dich freuen, dich mehr ehren und dich mehr lieben, mehr zu deiner Ehre leben. Darum bitten wir dich und danken dir, dass du es tust, jetzt durch dein Wort an uns wirkst, um Jesu willen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Petrus, Apostel Jesu Christi. Dieser Brief stammt von einem Apostel, von einem Repräsentanten Jesu Christi. Er schreibt und er redet in der Autorität des Sohnes Gottes. Es sind also Worte des Herrn Jesus Christus selbst an uns. Und darum sollten wir diesen Brief mit tiefer Dankbarkeit und mit Ehrfurcht lesen, mit voller Aufmerksamkeit, denn es ist der Herr selbst, der hier zu uns redet. Der Apostel Petrus verfasste wohl diesen Brief etwa 60 nach Christus, grob gesagt. Nur ein paar weitere Jahre sollte er noch leben, aber solange er lebte, setzte er sich ein für die Gemeinde Jesu. Denn der Herr Jesus hatte ihm ja den Auftrag gegeben. Denkt daran, in Johannes Kapitel 20 sagt Jesus zu diesem Apostel: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Und das tat Petrus. Er kümmerte sich voller Hingabe um die Gemeinden. Er hatte ein Hirtenherz. Voller liebevoller Fürsorge begleitete er die Christen durch schwierige Situationen und durch so manche Not. Dieser Brief hier ist gerichtet an all die Christen, die wo lebten: Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien. Das sind alles Regionen in der heutigen Türkei, damals Römisches Reich. Und Petrus lag es auf dem Herzen, diese Christen zu ermutigen, ihnen zu schreiben. Warum? Nun, für die Christen war das Leben alles andere als einfach. Sie waren ausgegrenzt in ihrem Umfeld. Sie wurden angefeindet. Im alltäglichen Leben merkten sie, dass sie anders sind und dass sie nicht dazugehören. Jeden Tag mussten sie am eigenen Leib erfahren, dass sie Fremdkörper sind in der Gesellschaft. Im alltäglichen Leben. Manche hatten ungläubige Partner, mit denen es nicht einfach war, zusammenzuleben. Andere hatten ungläubige Herren, unter denen sie zu leiden hatten. Generell wurden sie verspottet und verlästert. Es wurde ihnen das Leben schwer gemacht und in Zukunft mussten sie noch mit umso schwererer Verfolgung rechnen. Kennst du das, wenn du von weitem am Horizont siehst, wie sich ein Unwetter zusammenbraut? Und in der Ferne konnte man schon sehen, dass Verfolgung, schlimme Verfolgung auf die Christen wartet. Ein paar Jahre später tatsächlich wurde sogar Petrus hingerichtet, als Märtyrer. Diese Christen spürten es. Seitdem sie Christen geworden sind, passten sie nicht mehr zu der Gesellschaft. Plötzlich waren sie alleine am Arbeitsplatz. Plötzlich konnten sie nicht mehr diese schmutzigen Witze da mitlachen und nicht mitmachen beim Lästern. Sie konnten nicht mehr ausgelassen mitfeiern. Sie konnten sich nicht mehr mitbetrinken. Sie konnten nicht länger mit zu den Feiern gehen, in den Tempel, nicht mehr weiter die Götzen verehren. Petrus schrieb an Christen, die nicht länger in dieser Welt zu Hause waren und darum große Anfechtung erlebt haben und deshalb große und schwere Prüfungen durchzustanden haben. Er schreibt ihnen, damit sie in ihrer Not
Trost und Kraft haben, Ermunterung, Ausharren. Und ich hoffe, dass dieser Brief auch dich stärkt, ein heiliges Leben zu führen, da, wo Gott dich hingestellt hat, auch wenn es nicht einfach ist. Aber was schreibt man jetzt solchen Menschen, die sozusagen ein Fremdkörper in der Welt sind? Wie kann man die jetzt ermutigen und stärken inmitten ihrer alltäglichen, schwierigen Lage? Schaut mal, was Petrus als Erstes schreibt. Was sagt er als Erstes? Nun, das wird in unserer Übersetzung gar nicht deutlich, weil der Einfachheit halber haben sie das in der Übersetzung umgestellt, wie das eigentlich im Griechischen von der Reihenfolge ist. Wörtlich steht hier Folgendes. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Erwählten, den Fremdlingen der Zerstreuung. Die Anrede des Apostels ist hier, wie nennt er die Christen gleich zu Beginn, Erwählte. Das steht hier, ihr Lieben, im Vordergrund. Nicht, dass sie Fremdlinge sind, das wird als Zweites genannt, sondern als Allererstes wird gesagt, ihr seid die Erwählten. Seine offizielle Anrede an die Christen ist, Erwählte. Mit anderen Worten, all die Christen, die in den verschiedenen Gebieten als Fremdlinge wohnen, sie sind auserwählt. Petrus glaubt, dass das Erste, was er diesen Christen sagen muss, die verworfen sind, die verlacht sind, die verachtet sind, das Erste, was er ihnen sagen muss, ist, dass sie Erwählte sind. Das ist die erste Ermutigung hier für die Christen, die ausgeschlossen sind, die ausgegrenzt sind von der Gesellschaft. Ihr seid von Menschen verworfen? Seid nicht traurig. Das liegt daran, dass Gott euch erwählt hat. Das liegt daran, dass ihr von Gott angenommen seid. Er hat euch erwählt aus all den Menschen heraus. Wie kommt es nur, dass die Erwählungslehre so vernachlässigt ist, so verachtet ist? Dem Apostel Petrus scheint es sehr, sehr wichtig zu sein, diese Lehre als allererstes zu bringen. Er schämt sich nicht für diese Lehre. Er versteckt diese Lehre nicht. Er nennt sie gleich am Anfang das Erste. Die Weise, wie er sie anredet. Und haben wir das nicht gesehen in dem zweiten Johannesbrief? Wie schreibt er die Christen an? Als auserwählte Herren. Haben wir das nicht gerade im Titusbrief gelesen? Gleich der erste Vers. Auserwählte. Die Apostel scheinen sich dieser Lehre nicht zu schämen. Ganz im Gegenteil, sie verstecken sie nicht. Sie stellen sie in den Vordergrund, gleich an den Anfang. Und wir sollten uns dieser Lehre nicht schämen. Sie sollte gleich bei uns auf dem Titelblatt erscheinen. Denn die Erwählungslehre, wenn sie recht verstanden ist, ist eine Quelle von Trost für jeden, der ein Fremdkörper in dieser Welt ist. Denn das macht Petrus deutlich. Die Tatsache, dass sie Fremdlinge sind, gründet auf der Tatsache, dass sie erwählt sind von Gott. Sie sind erwählte Fremdlinge, weil Gott euch erwählt hat. Darum seid ihr Fremdlinge. Denn wenn Gott Menschen aus der Welt erwählt, so gehören sie nicht länger zur Welt, auch wenn sie noch in der Welt leben. Sie sind Fremdlinge, Fremdkörper, Ausländer, Außerirdische. Sie gehören nicht mehr zu dieser Welt. Ihr Bürgerrecht ist im Himmel. Sie sind nicht länger Teil dieser Gesellschaft. Denn Petrus sagt, diese Erwählten, die Fremdlinge sind, dann sagt er, ihr seid in der Zerstreuung. Diaspora steht da. Das heißt, ihr seid Heimatlose auf dieser Erde. Diese Leute waren, und das müssen wir verstehen bei diesem Brief, diese Leute sind nicht einfach Flüchtlinge, die aus anderen Ländern gekommen sind. Diese Leute waren einst Teil der Gesellschaft dort, wo sie wohnten. Sie waren Landsleute. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir ein bisschen weiter blättern, in 1. Petrus Kapitel 4. Da heißt es ab Vers 3, denn die vergangene Zeit, 1. Petrus 4, Vers 3, denn die vergangene Zeit ist es genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben. Als ihr wandeltet in den Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelage und unerlaubten Götzendiensten. Und jetzt hör mal, hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern über euch. Also diese Christen, die waren einst Teil dieser Nation. Sie machten mit bei all diesen Sünden. Nun aber sind sie inmitten ihres Landes Fremde geworden. Und es befremdet die Leute, dass sie nicht mehr mitmachen.
Sie lästern über die Christen, sie lästern über den Glauben, weil diese Menschen Fremdkörper geworden sind. Sie gehören nicht mehr dazu, sie können nicht mehr mitmachen. Kennst du das auch? Dass seitdem du ein wahrer Christ bist, dass du irgendwie ein Fremdling bist in dieser Welt? Dass es die Leute befremdet, wie du lebst? Sie dachten einst, du warst doch einer von ihnen und jetzt kennen sie dich plötzlich nicht mehr. Jetzt bist du ein Fremder, sie verstehen dich nicht. Sie denken, du bist verrückt. Sie sagen dir, du wurdest einer Gehirnwäsche unterzogen. Sie kennen dich nicht mehr. Und plötzlich bist du einsam, ein Fremdling in dieser Welt. Deine Sprache ist anders, dein Denken ist anders, deine Kultur ist anders, dein Benehmen ist anders. Du bist plötzlich alleine im Büro. Alleine in deiner Klasse, alleine an deiner Uni, sogar alleine in deiner Familie, alleine in deiner Ehe, wenn deine Familienangehörige nicht gläubig sind. Und sie lästern. Und du erlebst darum große Anfechtung, Ausgrenzung. Das war alltägliche Realität von diesen Christen in diesen Regionen. Und ja nicht nur von diesen Christen. Petrus sagt dann später in Kapitel 5, Vers 9, wisst darum, dass dieses Leiden an eurer gesamten Bruderschaft in der ganzen Welt ergeht. Alle Gläubigen spüren das. Alle Gläubigen erkennen das. Und alle gläubigen Christen, sie müssen bekennen, wie es heißt in Hebräer Kapitel 11, Vers 13, da heißt es von den Gläubigen, sie bekannten, dass sie Fremde sind, ohne Bürgerrecht auf Erden. Das ist das Bekenntnis eines Christen, dass wir Fremde sind, ohne Bürgerrecht auf Erden. Außenseiter, Fremdlinge, zerstreut auf der ganzen Erde. Wir leben sozusagen, geistlich gesprochen, darum geht es in diesem Brief, im Exil. Geistlich gesprochen sind wir in Babylon. Wir gehören hier nicht hin. Und ihr Lieben, es ist eine sehr traurige Sache, wenn man darüber nachdenkt, wie so mancher von uns leiden muss, da wo er hingestellt ist. Aufgrund seines Glaubens. Es ist eine traurige Sache zu erleben, dass wir Fremdlinge sind. Aber all das, wenn du drüber nachdenkst und stille wirst und wirklich nachdenkst, warum du eigentlich ein Fremdling bist, dann ist all das nicht mehr traurig. Dann ist das alles kein Grund mehr zum Klagen. Denn warum bist du ein Fremdling? Und das lehrt dich Petrus hier gleich zu Beginn. Weil Gott dich erwählt hat. An die Erwählten, an die Fremdlinge. Es ist eine Sache zu merken, dass man in der Welt abgelehnt ist. Aber es ist eine ganz andere Sache noch zu verstehen, warum man abgelehnt wird. Warum man ausgegrenzt wird. Nun, weil man von Gott angenommen ist. Weil man von Gott erwählt ist. Er wollte dich für sich selbst als sein heiliges Eigentumsvolk. Ein bisschen weiter blättert, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ja, von der Welt verlacht, von der Welt verachtet, von der Welt verfolgt, aber bei Gott ein auserwähltes Königtum von Priestern, sein heiliger Besitz. Freut euch, ihr seid Erwählte Gottes. Und wenn die ganze Welt euch verwirft, der Herr hat euch angenommen, das ist der Grund. Das Gleiche, was Petrus auch was der Herr Jesus selbst durchgemacht hat, er schreibt dann Petrus in Kapitel 2, Vers 4, Christus wurde als Eckstein von den Menschen zwar verworfen, aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. So auch die Christen. Von den Menschen verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Verstehst du, wie die Auserwählungslehre Christen tröstet? Christen, die wirklich leiden. Christen, die ausgegrenzt und verlacht und verspottet werden und benachteiligt werden. Lasst uns nun genauer schauen, wie der Apostel Petrus die Erwählungslehre für uns erklärt. Er tut das sozusagen in drei Punkten. Er nennt uns erstens die Ursache der Erwählung, Gott den Vater. Dann nennt er uns zweitens das Mittel der Erwählung, wie diese Erwählung nun praktisch auf die Erwählten angewandt wird, in dem Heiligen Geist. Und dann nennt er uns das Ziel der Erwählung,
nämlich Christus, gehorsam zu sein und beschränkt zu sein mit seinem Blut. Wir sehen hier die Dreieinigkeit in der Erwählung. Die Fremdlinge dürfen wissen, der dreieinige Gott hat sie angenommen und ein großes Werk an ihnen getan. Also erstens nun die Ursache der Erwählung. Der Vater erwählt nach seiner Vorkenntnis. Erstens auserwählt, die auserwählt sind, Vers 2, nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters. Was ist nun der Grund für die Auserwählung? Antwort, die Vorkenntnis Gottes, des Vaters. Und nun sagen einige Unwissende zugleich, ah, hier haben wir es doch. Gott kennt ja die Zukunft und Gott hat in die Zukunft geschaut und hat vorher gesehen, wer sich für ihn entscheiden wird. Und dann hat Gott gesagt, oh, der entscheidet sich für mich, dann entscheide ich mich auch für ihn. Also mit anderen Worten, die Erwählung Gottes beruht also auf der Auserwählung des Menschen von Gott. Also Gott hat gesehen, der Mensch hat mich erwählt, und jetzt erwähle ich ihn auch. Ist es das, was Petrus sagen möchte? Also beruht die Auserwählung Gottes auf der Auserwählung des Menschen? Ist es das, was Petrus lehren möchte? Wie um alles in der Welt kommt man auf solche Ideen? Gottes Erwählung geht voraus. Schaut mal ein paar Verse später, Vers 20. Hier geht es auch um diese Vorkenntnis Gottes. Hier geht es um Christus, das Lamm Gottes. Vers 20 heißt es, er, Christus, das Lamm Gottes, ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeit offenbart geworden, um euretwillen. Was heißt das? Dass Gott vor Grundlegung der Welt sagte, oh, ich schaue jetzt mal in die Zukunft. Und was? Mein Sohn wird kommen und er wird sein Leben hingeben als Opfer? Ah, das habe ich jetzt vorausgesehen. Ist es das, was dieser Vers bedeutet? Nein, es bedeutet, dass Jesus Christus schon vor Grundlegung der Welt als Opferlamm vorgesehen war. Bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde, hat Gott schon seine Aufmerksamkeit auf seinen Sohn gelegt und gesagt, dieser wird zum Opferlamm bereitet, ehe das überhaupt ein Mensch nur ansatzweise wusste. So wie Abraham, als er seinen Sohn Isaak auf den Berg führt und seinen Sohn fragt, wo ist das Tier, das wir schlachten wollen? Und Abraham sagt zu ihm, der Herr wird sich ein Tier ersehen. Er wird sich ein Opfer, ein Schaf zum Opfer ersehen. Und wir erfahren hier, der Herr Jesus Christus wurde schon vor Grundlegung der Welt zu diesem Opfer ersehen und bestimmt. Es ist nicht bloß in die Zukunft schauen, es ist die Zukunft bestimmen. Es ist Vorsehung, es ist Bestimmung vor Grundlegung der Welt. Und außerdem war Petrus ein Jude und seine Sprache ist geprägt von dem Alten Testament und wir wissen durch zahlreiche Stellen, was es bedeutet, dass Gott jemanden erkennt. Wir sehen es schon zwischen Mann und Frau, was es bedeutet, wenn der Mann die Frau erkennt, alttestamentliche biblische Sprache. Es bedeutet, dass der Herr eine Beziehung eingeht, wenn er davon spricht, jemanden zu erkennen. Dass er jemanden zu sich zieht, dass er seine Aufmerksamkeit, seine Gnade, seine Erwählung auf jemanden richtet. Er sagt, ich habe Abraham erkannt. Ja, kannte er die anderen Menschen nicht? Er sagte, von allen Nationen habe ich nur dich erkannt, Israel. Kannte er die anderen Nationen denn nicht? Nun, was heißt das, wenn der Herr erkennt? Es bedeutet, er erwählt. Er zieht in seine Gemeinschaft. Er heiligt Menschen. Wir lesen das zum Beispiel von dem Propheten Jeremia. Da heißt es in Jeremia Kapitel 1, Abvers 4, und das Wort des Herrn geschah so zu mir, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Hat der Herr einfach in die Zukunft geschaut, wie der Jeremia mal sein wird? Denn er sagt, ehe ich dich bildete in dem Leib deiner Mutter, habe ich dich erkannt, wozu denn? Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Habe ich dich geheiligt? Das ist ein anderes Wort dafür, ein Synonym dafür, was es bedeutet, erkannt zu werden. Der Herr hat ihn geheiligt und zum Propheten für die Nation habe ich dich eingesetzt.
Gott hat nicht vorausgeschaut, dass der Prophet Jeremia sich mal dazu entscheiden wird, ein Prophet zu sein. Er hat ihn geheiligt, er hat ihn erkannt, ehe er überhaupt gebildet war in dem Schoß seiner Mutter. Mal. Es ist Erwählung. Das ist Erwählung. Bevor der Mensch überhaupt existierte, hat der Herr seine Liebe auf diesen Mensch gerichtet, dass er ihm gehören sollte. Bevor er überhaupt da war, hat der Herr ihn erkannt, geliebt, vorgesehen zur Erwählung. Dass dieses Vorhererkennen Gottes zeigt dir auch, dass die Erwählung bedingungslos ist. Er hat nicht in die Zukunft geschaut und ein gutes Benehmen gesehen und gedacht, oh, der erwählt mich, dann werde ich ihm erwählen. Diese Leute, an die Petrus hier schreibt, sie waren Gottlose, Götzendiener. Sie waren in Finsternis. Da war keiner da, der den Herrn gesucht hat. Der Herr hat sie gesucht. Und der Herr hat sie gezogen zu sich in reiner, lauterer Gnade. Der Herr hat sie ersehen vor Grundlegung der Welt. Und diese Erwählung ist darum nicht etwas, worauf auch nur einer von uns stolz sein kann. Denn es liegt ja eben nicht an unserer Erwählung. Es liegt nicht daran, dass wir uns dem Herrn zugewandt hätten. Es ist allein seine Gnade. Allein sein Ziehen, sein Erwählen, sein Ersehen, seine Vorkenntnis. Dass er uns, bevor wir überhaupt existierten, kannte. Um zu kennen, um uns zu erlösen. Sag mir, fühlst du dich ausgesondert aus der Welt, ausgegrenzt, lieblos behandelt und verstoßen? Weiß darum, der Herr hat schon vor Grundlegung der Welt seine vorzeitliche Liebe auf dich gerichtet, du bist sein. Dieses Wissen von dieser Liebe des Vaters sollte dein Herz erfüllen, dich froh machen, dich getrost machen, inmitten aller Ablehnung in dieser Welt. Der Herr hat dich gekannt, ehe du warst, ehe die Welt war. Und zweitens, was ist das Mittel der Erwählung? Also mit anderen Worten, was ich damit meine, ist, inwiefern ist jetzt die Erwählung zu uns Menschen gekommen? Denn wenn dieser Ratschluss Gottes verborgen ist in dem Herrn vor Grundlegung der Welt schon, wie ist diese Erwählung nun praktisch zu uns gekommen? Wie wurde das relevant für uns inmitten des Lebens? Nochmal Vers 2. Nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes. Dieser Vers ist ganz ähnlich wie die Aussage, die wir vor einiger Zeit studiert haben im 2. Thessalonicher Brief. Da heißt es in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, von dem Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, wozu? Zur Rettung. Wie geschieht diese Rettung? In Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Also wenn Gott Menschen vorher erkannt hat, sie erwählt hat zur Rettung, dann wird in der Zeit, in ihrem Leben konkret diese Rettung angewandt, wie? Durch den Heiligen Geist. In der Heiligung des Geistes. Es ist eben nicht so, dass es die Entscheidung des Menschen wäre, dass ein Mensch Gott erwählt und dann erwählt Gott ihn, sondern Gott kommt. Er heiligt einen Menschen. Er sondert ihn aus. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Martin Luther, der den kleinen Katechismus geschrieben hat und dort in diesem kleinen Katechismus auch das apostolische Glaubensbekenntnis kommentiert hat, woraufhin wir taufen. Er erklärt diese Aussage, ich glaube an den Heiligen Geist, folgenderweise. Martin Luther sagt, ich glaube, das bedeutet es, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glaube oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben mich erleuchtet und im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Mit anderen Worten, der Heilige Geist kommt nun und heiligt Menschen ganz konkret. So, dass sie jetzt zu Gott gehören. Denn Heiligung bedeutet ausgesondert sein von der Welt zum speziellen Besitztum des Herrn. Wenn der Herr, unser Vater, vor Grundlegung der Welt uns erkannt hat, dann kommt der Heilige Geist in der Zeit und bewirkt durch sein Wort in uns, dass wir gehorchen.
dass wir das Wort der Predigt annehmen, dass wir Buße tun, dass wir uns bekehren, dass wir glauben, dass wir zu Christus kommen. Und so wird dieser verborgene Ratschluss Gottes praktisch in unserem Leben erfahrbar, indem wir uns bekehren. Der Geist kommt und verändert dein Leben. Du wirst zu einer neuen Kreatur, du empfängst eine neue Geburt, wie Petrus dann schreibt, einige Verse später in Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren. Das Werk des Geistes, der Herr hat euch geheiligt durch seinen Geist, euch abgetrennt von dieser Welt, euch geschenkt, dass ihr nun ganz zum Herrn gehört. Es ist das Werk des Herrn. Ein Mensch heiligt sich nicht selbst. Er sondert sich nicht selbst aus von der Sünde und der Finsternis. Es ist die Heiligung im Geist. Der Geist tut es. Es ist das Werk Gottes. Fühlst du dich darum als Außenseiter? Merkst du, dass du nicht Teil dieser Welt bist? Sei nicht traurig, denn dies zeigt, dass der Heilige Geist an dir gearbeitet hat. Dass der Heilige Geist dich ausgesondert hat. Dass der Heilige Geist dich herausgezogen hat aus der Welt, sodass du nun nicht länger die Sünde liebst, sondern deinen Gott. Und darum freue dich. Freue dich, wenn du merkst, dass du ein Fremdkörper bist, denn weißt du, es hat dem Heiligen Geist gefallen, dich zu heiligen, dich auszusondern. Du bist angenommen von dem Vater. Du bist angenommen von dem Heiligen Geist. Und nun, wenn der Vater dich erwählt vor Grundlegung der Welt und der Heilige Geist dich heiligt, nun, was ist das Ziel des Ganzen? Der dritte Punkt, Vers 2, nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, wozu? Zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das Ziel der Erwählung, das Ziel der Heiligung ist zunächst, dass du gehorsam wirst. Gehorsam. Einige kommen und sind Gegner der Erwählungslehre und sagen, ja, ja. Also wenn Gott jemanden erwählt und er kann dann nicht mehr verloren gehen, dann können die Erwählten ja leben, wie sie wollen, kein Problem. Also wer so spricht, ist töricht und redet ohne Verstand. Denn wenn der Vater jemanden erkennt vor Grundlegung der Welt und ihn heiligt, heiligt durch den Heiligen Geist, dann wozu? Ja, zum Gehorsam. Das ist das Ziel. Gott zu gehorchen. Erwählte erkennst du daran, dass sie geheiligt sind zum Gehorsam. Dass sie Gott jetzt gehorchen. Dass sie ein neues Herz haben, das Gott gehorchen will. Aber nicht nur das, Gehorsam, aber der Geist heiligt uns zum Gehorsam und wozu noch? Zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gehorsam und Besprengung gehen hier miteinander einher. Wir lesen in 2. Mose Kapitel 24, wie das ganze Volk sagt, wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat, wir wollen ihm gehorchen. Und dann wird Blut genommen und das ganze Volk wird besprengt. Wir haben hier auch von Blutbesprengung gelesen in unserer Lesung heute Morgen. Gehorsam und Blut gehen bei Petrus und der gesamten Heiligen Schrift miteinander einher. Wir lesen dann später ab Vers 16, schau mal, dann heißt es, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Denn wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. So Petrus sagt, wenn ihr doch gereinigt seid, wenn ihr doch besprengt worden seid mit solch einem heiligen, kostbaren Blut des Lammes, ja, dann müsst ihr jetzt euch enthalten von aller Sünde in dieser Zeit der Fremdlingschaft. Dann müsst ihr jetzt ganz im Gehorsam für dieses Lamm leben. Ihr gehört nun ganz zu Christus, seid gehorsam. Wir sehen hier, ihr Lieben, wir könnten noch viel tiefer gehen in diesem Text, aber wir sehen hier, wie die heilige Dreieinigkeit an uns wirkt. Gott hat uns vorher erkannt, ehe wir existierten, uns zu erwählen, uns Gnade zu erweisen. Er hat den Heiligen Geist in unser Leben gesandt, uns zu heiligen, uns herauszuziehen aus unserem alten, gottlosen Leben. Und wozu? Damit wir nun gehorsam sind und besprengt sind mit dem Blut Jesu Christi, das heißt das Blut des Bundes, wurde auf uns angewandt.
Wenn wir besprengt werden, dann wird das Blut angewandt. Es trifft uns, es berührt uns, es hat etwas mit uns zu tun. Die Kraft des Blutes wird auf uns übertragen. Das bedeutet, wir sind nun gerecht vor Gott. Heilig, tadellos, gerechtfertigt. Wir sind mit ihm im Bund. Wir sind ewig mit ihm vereint. Das ist das Ziel der Erwählung, uns zu erkennen, damit wir ewig ihm gehören. Fühlst du dich darum verachtet in dieser Welt? Weiß darum. Der Vater hat dich geliebt und dich erkannt vor Grundlegung der Welt. Erkennen dich die Leute nicht mehr und sagen, wer bist du, was ist aus dir geworden? Gott, der Vater kennt dich. Er hat dich seit jeher gekannt. Ist es so, dass du dich ausgegrenzt fühlst und nicht Teil dieser Welt? Ja, aber der Geist hat dich geliebt, indem er dich geheiligt hat, auf dass du nun dem Herrn gehörst. Er hat dich gehorsam gemacht und schau darauf, wie der Sohn dich geliebt hat. Er hat sein Leben gegeben, sein Blut vergossen für dich. Er hat dich besprengt mit seinem Blut, auf das du sein bist in alle Ewigkeit. So, und wenn das nun nicht genug wäre, was er hier schon geschrieben hat, schaut mal, was jetzt alle Erwählten darum erhalten. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Mehr und mehr Gnade und Friede, immer reichlicher. Sein Erbarmen und sein unverdientes Wohlwollen, es ruht auf den Erwählten für immer, auf den Heiligen, Blutserkauften. Von der Welt erlebst du mehr und mehr Ablehnung. Aber von dem Herrn erlebst du mehr und mehr Gnade und Annahme. Von der Welt erlebst du mehr und mehr Anfeindung und Unfrieden. Von Gott aber immer mehr Frieden. Der wird dir immer reichlicher zuteil. Das bedeutet, diese Gnade und der Friede Gottes, sie sollen dein Denken immer mehr erfüllen, ergreifen, erfassen, durchdringen und bestimmen. Sag mir, merkst du dieses Hirtenherz des Apostels Petrus? Und merkst du in den Worten dieses Hirtenherz des Herrn Jesus Christus selbst? Wie liebevoll er zu dir spricht und wie er dich ermutigt im Kampf in dieser Welt auszuharren und standhaft zu sein. Leidest du, weil du merkst, du passt nicht dazu, bei dir in deiner Familie, bei dir in der Uni, in der Schule oder wo sonst auch immer, wo du bist? Hier ist Trost für dich. Der dreieinige Gott hat dich angenommen. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen, ihr Lieben, so wollen wir diese Liebe des dreieinigen Gottes neu bestaunen, dass der Vater uns dazu erwählt hat, dass der Heilige Geist uns dazu ausgesondert hat, ja, dass der Sohn uns geliebt hat, dass dieses Blut, ja, sein Leib, all das uns gilt. Wir sehen hier an diesem Tisch die Liebe des dreieinigen Gottes. Möge die ganze Welt uns hassen. Wir wissen, die Liebe des dreieinigen Gottes ist genug. Seine Liebe spendet uns Trost und Kraft. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.